Das ist sie also, die Giulia Quattrofoglio Verde, kurz Giulia QV. Der Wagen, auf den alle abfahren und der die Marke Alfa wiederbeleben soll. Ein von Ferrari mitentwickeltes 510 PS Aggregat sollte ausreichen, um die alten Alfa-Geister zu beschwören. Wir haben es also mit einem High-Performance-Fahrzeug zu tun. Eines, das über Fähigkeiten verfügt, die die eigenen meist stark übersteigen. Umso wichtiger ist es, bei einem derart stark motorisierten Fahrzeug auf die richtige Bereifung zu setzen. Eine Giulia QV ist das perfekte Fahrzeug, um Hochleistungsreifen zu entwickeln und auch zu testen. Das ist natürlich ein hochdiffiziles Thema und ist für die Entwickler und für die Techniker eine Riesenherausforderung. Aber wir vom Fredestein haben eine Heerschar von verschiedenen Technikern, von verschiedenen Entwicklungsingenieuren. Wir haben Kooperationen mit Universitäten und letztendlich natürlich der finale Test findet immer auf einer Rennstrecke statt. Mit Rennfahrern und die geben dann das Okay. Im Race-Modus der Giulia ist man relativ auf sich alleine gestellt. Denn die elektronischen Helferlein haben Pause und 510 PS schlagen gnadenlos auf die Hinterachse ein. Hinterm Steuer der Giulia sitzt ein Testfahrer von Apollo Fredestein. Er weiß genau, wie man den Grenzbereich der Giulia ausreizt. Bei all der Eleganz, die eine Giulia innehat, darf man aber nicht vergessen, dass die Hauptlast der Fortbewegung von 4 Reifen getragen wird. Damit der Reifen aber nicht nur am Asphalt hält, sondern den Look des Autos auch noch unterstreicht, setzt man bei Fredestein auf prominente Hilfe. Das Thema Design spielt natürlich im Automobilbau eine ganz große Rolle. Und dasselbe, was für die Autos gilt, gilt in der Zwischenzeit auch für Reifen. Das heißt, die Reifen müssen performen, müssen optimale Eigenschaften haben, müssen dabei aber natürlich auch cool und gut aussehen. Fredestein löst diesen Konflikt, indem der beste Autodesigner, den es gibt, engagiert wurde. Giugiaro Design, Autodesigner des Jahrhunderts, zeichnet auch für das Reifendesign bei Fredestein verantwortlich. Der Name Giugiaro steht seit den 60ern für aufregendes Design und innovative Ideen. Einige der wohl ikonischsten Fahrzeuge stammen aus der Feder Giorgio Giugiaro. Neben dem Automobilsektor setzt man aber auch beim Produktdesign Akzente. Im Fall von Fredestein betrifft es die Profilgestaltung mancher Reifenmodelle. Hier trifft Design auf Performance. Also es muss natürlich immer Design und Performance unter einen Hut gebracht werden. Aber wir haben eine Kooperation seit über 10 Jahren und haben voneinander viel gelernt. Und in der Zwischenzeit klappt das zwischen den Designern und den Technikern perfekt. Seit einiger Zeit macht sich in der Automobilindustrie ein wahres Wettrüsten breit, wenn es um Leistungsdaten geht. Alfas Giulia QV ist da ein gutes Beispiel. Eine Familienlimousine, die mit 510 PS aufwarten kann. Ein Ende dieser Leistungseskalation ist noch nicht abzusehen. Die Reifenindustrie muss hier aber auch immer mitziehen. Da ist noch viel Platz nach oben und wir können immer noch einen drauflegen. So wie die Automobilindustrie noch ein besseres High-Performance-Modell bringt, ist auch die Reifenindustrie in der Lage, immer noch eins draufzusetzen. Die Entwicklung bleibt nicht stehen. Wir haben viele Ingenieure, viele Entwicklungsleute und die arbeiten rund um die Uhr, um die Reifen immer besser zu machen. Bei Fredestein kann man auf 100 Jahre Know-how zum Thema Reifen vertrauen. Und selbst bei High-Performance-Modellen wie der 510 PS Giulia ist man mit einem Fredestein-Pneu immer gut beraten. Auch wenn man wohl in den seltensten Fällen den Grenzbereich der Giulia QV so auskosten können wird.